Servus, mein Name ist Nikolaus Mayhofer, bin von der Firma Abilo. Ich bin Mitgründer und Technikleiter des Unternehmens. Das Thema heute ist der Verbrauch und der Einfluss des Nutzerverhaltens auf den Verbrauch meines Fahrzeugs. Und wir werden sehen, da wird es für den einen oder anderen große Überraschungen geben, wie sehr das eigene Verhalten den Verbrauch meines Fahrzeugs beeinflussen kann. Man sieht hier die kompakteren Fahrzeugtypen hier mit einem generell niedrigeren Verbrauch über die Lebenszeit, aber einer starken Varianz von 16 auf fast 31 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, also Faktor 2 zwischen dieser Fahrweise und jener sehr aggressiven Fahrweise. Und im Vergleich dazu den größeren Fahrzeugtyp, der ist einfach ein Offset nach oben, das heißt, er braucht einfach mehr Energie generell. Aber hier auch eine sehr große Varianz. Wir fangen da ca. bei 25 Kilowattstunden an und enden bei um die 35 Kilowattstunden. Also wir haben da nicht ganz den Faktor 2, aber doch auch einen sehr großen Unterschied. Das heißt, man sieht hier ausgezeichnet, der Nutzer hat es in der Hand. Der Nutzer, also der, wie er fährt, wie er sich verhält. Ob er zum Beispiel sehr sparsam fährt, ob er sehr wenig das Auto heizt, sehr wenig klimatisiert. Vorausschauendes Fahren ist ein ganz wichtiges für Sparsamkeit und auch nicht vorkonditionieren. Das heißt, ich schalte nicht bequem in der Früh eine Stunde vor Abfahrt schon das Handy ein, weil ich möchte den Schnee abtauen. Nimm den Besen, kehr das Auto ab, so wie man das früher vom Diesel und Benziner kennt, steige ins Auto ein und fahre los und schalte dann die Heizung ein. Gemütlich, nicht zu heiß, nicht zu warm und im Sommer natürlich nicht zu kalt, natürlich dann Schneebesen nicht verwenden. Schauen wir uns jetzt die andere Seite an, nämlich die aggressiveren Fahrer bei der größeren Fahrzeugtype. Ja, da ist es dann eben so, höhere Geschwindigkeiten generell. Also natürlich, wenn ich immer auf den Autobahnen fahren muss, weil ich einfach geschäftlich viel zu tun habe, dann werde ich mich halt eher im rechteren Bereich bewegen. Aber auch hier, es macht einen riesen Unterschied, ob ich 180 fahre oder 120. Ob ich hier mich auch gemütlicher bewege. Also das ist eher die Fahrweise Stop and Go oder sehr binäres Fahren. Also viel Gas geben, dann gleich wieder vom Gas geben. Was bedeutet das Rekuperation? Das ist auch so ein Thema, ne? Rekuperation ist generell ja gut, wenn ich es vergleiche zu Bremsen in die Scheibenbremsen, was in Wärme umgewandelt wird. Aber das Beste ist erst gar nicht rekuperieren. Und wenn man sich das da anschaut und sagt, ich rekuperiere sehr viel, sind das zusätzliche Zyklen. Und jetzt bleiben wir bei diesen Zyklen. Der Fahrer hier hat die halbe Zyklenzahl wie dieser Fahrer hier. Bei selber Kilometerleistung zum Beispiel. Was bedeutet das? Naja, die Batterie altert halb so langsam zyklisch wie diese Batterie. Hier sieht man wirklich gut, der Nutzer hat es in der Hand, wie er sich verhält, wie er das Auto nutzt und dann hat er sozusagen länger was von der Batterie, sie bleibt gesünder und altert langsamer.